So weich, so schwammig. Oh nein, pass auf, Kleiner. Ups. Das macht so viel Spaß. Alles okay? Hä? Was war das? Juhu, wach auf. Was ist los? Wo bin ich? Probier das mal. Fühlt sich toll an. Das ist so ein süßes Bild. Ich liebe dieses Glitzer. Das funkelt so schön. Whee! Nochmal! Das Glitzer ist überall. Das macht so Spaß. Was zum... Wow! So viel Glitzer. Das bringt mich auf eine Idee. Hallo? Jemand da drin? Hm, ich glaube, es ist frei. Oh. Ach, komm schon. Ich brauche die Klopapierrolle. Aber der Gestank. Ugh. Hab sie. Das war ekelhaft. Was ist Kevin bloß? Verhalte dich cool. Bin nur eine Pflanze. Hier gibt's nichts zu sehen. Ja, ich glaube, ich habe alles, was ich brauche. Oh, was machst du da? Siehst du gleich. Wickle Papier um eine leere Klopapierrolle. Als nächstes zeichne auf die Rolle in etwa so. Stecke dann einen halbvollen Ballon rein. Ziehe den Ballon nach unten, sodass er feststeckt. Male mit Filzstift ein Gesicht auf den Ballon. Sei dabei so kreativ, wie du willst. Mit etwas Papier kannst du der Katze noch Tatzen verpassen. Jetzt hast du dein eigenes Squeeze-Toy. Schau! Wow! Komm, wir spielen was zusammen. Oh nein! Kein Klopapier! Tja... Das wird wehtun. Dieser Koffer besteht aus feinstem Gold und Silber und beinhaltet sehr teure Simple Dimples. Das ist so cool. Da bist du neidisch, was? Oh, das macht echt Laune. Das könnte ich ewig spielen. Echt lustig. Oh, das sieht spaßig aus. Du hast noch nicht alles gesehen. Jetzt füge ich noch etwas Glitzer hinzu. Damit fülle ich die Dimples. Das sollte erstmal reichen. Jetzt drücke ich drauf. Das ist toll. Den Koffer sollte ich immer dabei haben. Schaust du her? Mach das nochmal. Wie du willst. Silber, das ist eine meiner Lieblingsfarben nach Gold. Juhu. Ein letztes Mal noch, weil es so lustig ist. Zu Hause habe ich einen Glitzerraum. Sie hat so ein Glück. Hm, was ist das? Vielleicht kann ich mit dem alten Papier Spaß haben. Lege ein Blatt Papier vor dich auf den Tisch. Lege eine Klebebandrolle auf das Papier und fahre sie nach. Nimm sie weg und male ein Emoji-Gesicht in den Kreis. Male dein Lieblings-Emoji. Vergiss nicht, bunte Details hinzuzumalen, damit es noch schöner aussieht. Schneide den Kreis vorsichtig aus. Mach oben einen Schnitt in den Smiley. Falte die Ecken übereinander, damit sich das Papier wölbt. Befestige es mit Klebeband. Schneide eine 8 aus dem Papier. Schneide die Kreise aus und befestige die Emojis daran. Lege eine weitere 8 oben drauf und befestige sie mit Klebeband. Mein eigenes Na, Simple Dimple ist fertig. Das funktioniert super. Fröhlich? Traurig. Hey, das ist eine gute Idee. Wie sehe ich aus? Voll lustig. Echt cool. So weich. So schwammig. Oh nein, pass auf, Kleiner. Ups. Das macht so viel Spaß. Alles okay? Hä? Was war das? Juhu, wach auf. Was ist los? Wo bin ich? Probier das mal. Fühlt sich toll an. Seifenblasen sind einfach das Allerbeste. Zeit für etwas Spaß. Yeah! Das macht mich glücklich. Das Beste ist, dass es ganz einfach ist. Das ist echt beeindruckend. Naja. Wow, echt toll. Pass auf, meine Zauberkräfte können den Ball bewegen. Wow, wie machst du das? Nimm es. Ich will auch zaubern können. Es bewegt sich nicht. Ich glaube, es ist kaputt. Ich zeig dir meinen Zaubertrick. Probier's damit. So, es bewegt sich. Machst du das? Oh nein, pass auf. Wow, das war knapp. Mano, jetzt kann ich nicht mehr spielen. Es ist weg.
Schon gut, reg dich nicht auf. Ich bring das in Ordnung. Schneide ein Papier aus und teile es so ein. Falte es dann zu einem Würfel. Klebe es mit Tesa zusammen. Mach noch einen Würfel und klebe die beiden zusammen. Lege die beiden Würfel aufeinander und klebe an beide Seiten Klebeband als Scharnier. Mach das Ganze noch ein paar Mal und benutze unterschiedliche Farben. Baue aus den Würfeln ein langes Rechteck und klebe sie alle aneinander. Lege die Würfel aufeinander und klebe sie auch hier zusammen. Mach das an allen Seiten. Danach klebe verschiedene Emojis auf die jeweiligen Würfelseiten. Du kannst all deine Lieblings-Emojis nehmen. Jetzt hast du immer eine andere Kombination an Emojis. Check das mal aus. Weiß nicht. Was ist das denn? Das ist eigentlich ganz cool. Das ist toll. Das hast du gemacht? Ja. Yeah. Wow. Oh. Hä? Was ist das für eine Zauberei? Schau mal, was ich habe. Willst du probieren? Das sind die besten. Ich mag das Blaue. Ich nehme dich. Rein mit dir. Einfach den Deckel zumachen. Das macht am meisten Spaß, sie zu quetschen. Oh, das fühlt sich gut an. Das Zeug kommt in die Wolke rein. Ich quetsche es hinein. Und jetzt warte ich. Mache so lange mein Make-up. Das sollte reichen. Das ist so spannend. Oh, der ist so süß. Und so knuffig. Cuteness Overload. Das könnte ich den ganzen Tag machen. Nam nam! Kannst du ein Foto machen? Lächeln! Lass los, das ist meins! Ups! Eine Ananas? Wo kommt die denn jetzt her? Ich glaube, ich habe eine Idee. Nimm ein Stück Pappe und schneide so eine Form daraus. Nimm ein Glätteeisen und ein kleines Quadrat aus Schaumstoff. Lege das Stück über eine Kreisschablone und drück eine Murmel hinein. Mache eine Mulde in den Schaumstoff. So ist es perfekt. Mache so viele, wie du Löcher in der Pappe hast. Trage nun essbaren Kleber auf der Pappe auf. Rundherum am Rand entlang und zwischen den Löchern. Lege den Schaumstoff darauf und drücke es zusammen. Drehe die Pappe um und lege das andere Stück Schaumstoff darauf. Drücke vorsichtig die Wölbungen durch die Löcher. Schneide aus Schaumstoff einen Rand aus. Wickle diesen um die Pappe. Befestige noch weitere Streifen horizontal darauf. Schneide noch Blätter aus grünem Schaumstoff aus. Ein tropisches Ananas-Poppet. Es funktioniert. Das macht so Spaß. Hier, versuch du's mal. Nicht so schnell. Das ist nicht die Verdächtige. Aber die hier schon eher. Wir haben unsere Verdächtige. Ich meine Ananas. Ich liebe teure Autos. Papi hat mir versprochen, mir so eins zu schenken. Und so eins. Bis es soweit ist, spiele ich mit diesen. Brumm, da flitzen sie los. Oh nein, pass auf. Seht nur. Wow, ein Einhorn. Das ist echt cool. Ich weiß. Na warte du. Wie komme ich an mein eigenes Einhorn ran? Hä? Wie benutzt man diese Dinger? Verwandelst du mich in einen Frosch? Nein? Vielleicht später. Zuerst muss ich das hier machen. Sei nicht so neugierig. Was ist hier drin? Oh, gee. Das war keine gute Idee. Mehl? Och, Menno. Du siehst lächerlich aus. Was soll's? Moment mal. Seit wann habe ich diese Ballons? Oh ja, das ist es. Das bringt mich auf eine Idee. Du brauchst einen Ballon. Und einen Trichter, den du so hinstellst. Stülpe den Ballon über den Trichtereingang. Dann drehst du den Trichter um. Nun brauchst du etwas Mehl. Fülle das Mehl mit Hilfe des Trichters in den Ballon. Das sollte reichen. Klopfe auf den Trichter, damit das Mehl in den Ballon geht. Nimm den Trichter ab und knote den Ballon zu. Zieh den Knoten fest zu. Mit einer Schere schneidest du den Ballonzipfel ab. Wiederhole das mit Ballons in anderen Farben. Dann brauchst du Seifenwasser. Lege die Ballons in die Schüssel. Bewege sie im Wasser, damit sie schön nass sind. Nimm die Ballons heraus und trockne sie. Sei vorsichtig. Wir wollen nicht, dass die Ballons platzen. Soweit, so gut. Drücke die Ballons vorsichtig zusammen und sie werden aneinander kleben. Das hat funktioniert und fühlt sich richtig lustig an. Wer braucht schon teures Spielzeug? Von wo hat sie das denn? Das sieht cool aus. Wenigstens habe ich meine Autos. Brumm, brumm.
Hallo? Hm, dieser Lollipop ist lecker. Oh, hey du, was ist los? Oh, glänzendes goldenes Essen. Ich muss das probieren. Weg mit dir, Lollipop. Schön leise. Ich weiß zwar nicht, was es ist, aber ich will es. Rein damit. Hm, das ist ekelhaft. Wie geht's? Oh, das musst du dir anschauen. Ziemlich cool, oder? Die sind total schön klebrig. Versuch's mal. Danke. Du hast da was an den Zähnen. Naja, drück einfach. Oh, du hast recht. So weich. Gefällt mir. Ha? Keins mehr übrig. Ich habe eine Idee. Ich verrat's dir. Oh, okay. Ich verstehe. Hallo, Bedienung. Genau, was wir brauchen. Zuerst nimmst du eine Schüssel voll mit weißen Schokoladentalern und schmilzt sie. Puste einen Luftballon auf und überziehe ihn mit der Schokolade. Das kann ein bisschen klebrig werden. Bedecke den ganzen Ballon. Dann wartest du, bis die Schokolade trocken ist. Hier. Wow. Oh, hörst du das herrliche Knacken? Das ist so gut. Hab ich ja gesagt. Und geht ganz einfach. Ich liebe es. Das war lustig. Tolle Idee. Ich bin auch nie fertig mit der Arbeit. Dafür werde ich echt nicht genug bezahlt. Hm, das ist irgendwie entspannend. Ist das Schokolade? Mir ist langweilig. Ich will das nicht. Ich nehm's gern. Oh, ich weiß. Nein. Das will ich. Oh, das ist so klein. Das war eine gute Wahl. Ich ziehe es auf. Wow. Es verwandelt sich. Ein Dinosaurier und ein Auto in einem. Wow, das ist so cool. Nein, das gehört mir. Oh, ich wollte es doch nur anfassen. Wobei, ich glaube, ich habe eine bessere Idee. Schneide einen Kreis aus einer Folie. Mach in die Mitte ein Loch und lege es dann auf ein Papier. Auf dem Papier haben wir schon ein Einhorn gemalt und es in Abschnitte geteilt. Pause das Einhorn nach. Nimm das Papier weg und male das Einhorn an. Nimm das Innenstück von einem Fidget Spinner und befestige es in dem Loch in der Mitte. Drehe daran und die Einhörner bewegen sich. Magst du mein Einhorn? Sieht aus, als ob es rennt. Essie, schau doch mal. Du hast ein Einhorn? So hypnotisierend. Ups, aber jetzt kann ich das Auto haben. Hm, aber was nehme ich? Das brauche ich nicht. Das auch nicht. Nope. Immer her damit. Yes! Aha, reich sein macht echt durstig. Das ist interessant. Wofür das wohl gut ist? Der Eisstiel wird bestimmt nützlich sein. Ich habe eine Idee. Fülle die Form mit Wasser. Gib Lebensmittelfarbe hinzu. Rühre das alles gut um. Fülle jede Form mit Wasser und Lebensmittelfarbe. Dann steckst du einen Eisstiel in jede Form. Das kommt jetzt in den Gefrierschrank. Warte, bis alles gefroren ist. Das sieht toll aus. Die muss ich sofort ausprobieren. Die soll man aber nicht essen. Damit malt man auf Papier. Zuerst male ich einen Kreis. Und ein paar Striche ringsherum. Das habe ich verdient. Echt lecker. Was machst du da? Hast du noch nie Eis am Stiel gegessen? Okay. Malen hat mir schon immer gefallen. Eine kleine Wolke. Ich wage einen kleinen Schleck. Oh, das schmeckt gut. Oh, warte mal. Lass uns das mit Limo runterspülen. Ui, danke. Das riecht so gut. Das ist es.
Du brauchst eine leere Glasschale. Darin gibst du Gelatinepulver und Limo. Du brauchst nicht viel von der Gelatine. Jetzt gut umrühren. Rühre um, bis sich die Gelatine auflöst. Nun füllst du eine Spritze mit der Mischung. Dann brauchst du ein sauberes Poppet. Wir füllen das Poppet mit der Limo-Mischung. Fülle jeden Kreis auf und achte darauf, dass nichts daneben geht. Warte, bis die Mischung fest ist. Wenn sie fest sind, hast du leckere Snacks. Und was sagst du? Wow, die sehen toll aus. Bedien dich. Mal sehen, wie die schmecken. Sowas von gut. Ich weiß nicht, womit ich spielen soll. Das sieht gut aus. Mit denen habe ich bestimmt Spaß. Das Gel drücke ich auf den Strohhalm. Und jetzt puste ich rein. Es funktioniert. Ich mache einen Ballon. Und drehe ihn vom Strohhalm ab. Und es fühlt sich auch wie ein Ballon an. Jetzt probiere ich blau aus. Mal sehen, ob er platzt. Oh, das fühlt sich gut an. Was ist das? Ich hätte auch gern einen Ballon. Ich habe nur dieses Süßzeug. Bin so neidisch. Warte, ich weiß, wie ich meine eigenen Ballons machen kann. Ja, das ist ganz schön schwer. Was bist du mit der Mikrowelle? Ich mache Ballons. Zuerst muss ich diese Fruchtgummis erhitzen. Anstellen. Das sollte reichen. Den Strohhalm nicht vergessen. Ich dippe den Strohhalm in den geschmolzenen Fruchtgummi. Und dann puste ich. Und das Beste daran, ich kann die Ballons essen. Lecker. Wow, voll die gute Idee. Ich will das auch probieren. Das schmeckt ja gar nicht. Ach, hier steckst du, Quietscheentchen. Quack, quack, kleiner Freund. Was hat mein Koffer noch so zu bieten? Da ist es. Ich kaufe mir einfach Spaß. Jetzt muss ich etwas warten. Was machst du denn? Hey, sei vorsichtig. Du bist echt schräg. Das sollte reichen. Es hat geklappt. Na, sieh mal einer an. So cool. Das gefällt mir. Da gibt es so viel zu tun. Hey. Huhu. Was ist denn? Darf ich mal? Bitte? Nur zu. Sie darf nicht sehen, wo ich mein Geld habe. Ich habe genug Geld. Wie du meinst. Da ist es. Wow, sind das viele Teddybären. Konzentration. Die kommt jetzt in den Koffer. Hoffentlich klappt das. Wie aufregend. Hä? Was ist das? Das ist aber enttäuschend. Oder auch nicht. Du brauchst zwei Kartonstücke. Schneide ein Viereck davon aus. Lege sie übereinander. Male sie bunt an und runde die Ecken ab. Jetzt brauchst du einen weißen Stück Karton. Male einen Hasen darauf. Jeder Hase liebt Karotten. Oh, wie niedlich. Male ihn bunt an. Vergiss nicht die Karotte. Male nicht über die Linien. Das ist eine saftige Karotte. Schneide den Karton in Vierecke, etwa so. Dann legst du sie in den Kartonrahmen hinein. Lass ein Viereck frei. Jetzt kannst du die Stücke bewegen. Das ist ein tolles Puzzle. Echt tricky, aber so lustig. Geschafft. Den Koffer brauche ich nicht mehr. Gleich nochmal. Wow, sieh dir das an. Ich mag die feinen Dinge des Lebens. Tja, ich bevorzuge Geld, um mich abzukühlen. So ist es besser. Das bringt mich auf eine Idee. Ran an die Arbeit. Ich schneide das Papier in vier Teile. Jetzt benutze ich die Quadrate als Schablone. Als nächstes falte ich das Quadrat um, bis es wie ein Fächer aussieht. Das gleiche mache ich auch mit dem Rest. Jetzt kann ich kreativ werden. Ich male sie aus. Wir brauchen ein paar Augen.
Jetzt setzen wir die Teile zusammen. Ich benutze Kleber, um sie zu verbinden. Als nächstes rolle ich alles ein. Ich brauche einen Griff. Dieser Faden wird hilfreich sein. Ich bringe ihn am Fächer an. Und jetzt zeichne ich ein Accessoire. Ich male es aus und klebe es hier. Wow, jetzt kann ich mich abkühlen. Hallo Fidget-Fans, willkommen zum Wettbewerb. Lasst uns unsere Teilnehmer kennenlernen. Hallo, ich bin echt froh, hier zu sein. Hier ist dein Tablett voll mit Leckereien, Lexi. Und auch eins für dich, Mia. Wow, da gibt es so viele Sachen. Das reicht. Hey, der Typ mit dem schlechten Hemd, komm mal her. Ja? Gib Lexi noch mehr. Das kann ich tun. Viel Glück, Lexi. Wow, da gibt es so viele Dinge zu verwenden. Aber das war meins. Ja und? Das gehört jetzt mir. Du kannst diesen Ballon haben. Viel Spaß. Nur ihn? Oh je. Wow, sieh dir das an. Das ist meine Chance. Das perfekte Verbrechen. Ich brauche noch was anderes. Die sind perfekt. Der ist so matschig. Ich liebe ihn. Das ist genau, was ich brauche. Also dann mal los. Ich hole den Schleim aus dem Behälter. Das fühlt sich komisch an. Jetzt brauche ich den Ballon. Ich gebe den Schleim in den Ballon. Und mache dann einen Knoten. Er ist schön fest. Dann wickle ich das Netz darum. Dieses Gummiband hält ihn in Position. Ich probier's mal. Das macht echt Spaß. Es ist wie ein Fidget-Toy. Fühlt sich toll an. Die Zeit ist um. Mal sehen, wer gewinnt. Psst, komm mal her. Ich bin gleich zurück. Lexi hat gewonnen, verstanden? Ich liebe meinen Job. Was wollte ich sagen? Ach ja, die Gewinnerin ist... Das ist der Teil, in dem er meinen Namen sagt. Warte mal kurz, warum ist mein Bein kalt? Oh nein, das ist echt peinlich. Wo geht sie hin? Das war komisch. Egal. Mia, du hast gewonnen. Ich? Toll! Das ist so aufregend. Ich habe noch nie was gewonnen. Ich möchte Mama und Papa danken und auch Lexi für ihre Kleidung. Das macht wirklich Spaß. Das könnte ich den ganzen Tag tun. Das gibt's doch nicht. Poppet ist vorbei. Was soll das heißen? Fertig, beendet. Etwas Hilfe? Wunderbar. Nein, mach's nicht. Das muss getan werden. Das schmerzt mich mehr, als es den Poppet schmerzt. Vertrau mir. Aber ich darf nicht mit einem Poppet gesehen werden. Ich habe einen Ruf zu wahren. Du Monster. Schau, was du getan hast. Ich werde dich nicht vergessen. Ach komm schon, du machst dich lächerlich. Ich habe eine Idee. Ich kann Lexi ein Spielzeug basteln. Zuerst zeichne ich eine Form auf diesen Schaumstoff. Dann schneide ich sie aus. Dafür brauche ich zwei Schaumstoffstücke. Ich male Kreise auf ein Stück und schneide sie aus. Das kann ich im Moment beiseite lassen. Ich hole mir noch ein Stück Schaumstoff und schneide dann einige kleine Quadrate aus. Mit einem Bügeleisen weise ich den Schaum auf. Jetzt, wo er weich ist, kann ich ihn um diese Murmel wickeln, sodass eine Vertiefung entsteht. Mit dem Rest werde ich genauso verfahren. Ich stecke die Vertiefungen in den Schaumstoff. Genau so. Ich gebe etwas Klebstoff auf die Rückseite und klebe das zweite Stück darauf. Ich benutze diesen Pfeifenreiniger rund um den Rand des Schaumstoffs. Das sieht ja gut aus. Jetzt brauche ich zwei große gelbe Kreise. Ich zeichne um den oberen Teil des Schaums herum und schneide das Stück aus. Ich habe eine Mondform auf diesen schwarzen Schaum gemalt und klebe sie auf den gelben Schaum. Es ist an der Zeit, sie zusammenzusetzen. Ich füge nur noch einige Details hinzu. Es sieht genau wie ein Emoji aus. Sieh mal, was ich habe. Oh, gib mal her. Das ist echt cool. Ich liebe es. Moment, das muss ich posten. Da, jetzt ist es zurück. Das ist das Beste. Oh, so viele Spielzeuge. Aber die sind alle langweilig. Oh, der da. Der ist schon süß. Nö, ich bin damit durch. Weiter. Igitt. Ich hasse die alle.
Hier muss es doch was geben, was Spaß macht. Wahnsinn, das ist echt krass. Hm, was soll dieses Geräusch? Hey, hier drüben, hey, hey! Ich? Ach so, gefällt dir das? Ja, ja, ich will es. Komm mal raus. Wow, das ist super. Kann ich es bitte haben? Los, komm mit. Bin so froh, dass wir uns getroffen haben. Ich muss ganz leise sein. Perfekt. Sie ist eine Diebin. Ich hau besser ab. Ist doch nur ein Strohhalm. Keine Sorge. Mach's dir bequem. Netter Ort. Ich brauche noch ein paar Sachen. Die sind hier irgendwo. Ups, das ist ein bisschen unordentlich. Ja, wem erzählst du das? So, was machst du jetzt? Psst, ich versuche mich zu konzentrieren. Hast du keinen Butler oder so, der für dich aufräumt? So, jetzt habe ich alles. Cool. Aha. Büroklammern? Was mache ich eigentlich? Genau, was machst du? Ich brauche noch eine Flasche. Ah, so ist es besser. Ihre Flasche mit reichhaltigem Wasser, Ma'am. Ich habe einen teuren Geschmack. Mach dein Ding. Okay. Ich schneide zunächst Teile der Strohhalme ab. Jetzt mache ich die Büroklammer an dem Strohhalm fest. Dann mache ich eine Kette aus Büroklammern. Da fehlt noch was. Wir brauchen Augen. Ich nehme jetzt die Wasserflaschen und werfe die Strohhalme hinein. Schau sie dir an. Hier, bitte sehr. Die sind echt süß. Sie schwimmen. Ich wollte schon immer Haustiere. Vielen Dank, Mia. Die sind so weich und matschig. Ist das nicht Mia? Hm? Oh, hallo Lexi. Schau, ich hab Steine. Warum bekommt sie all die tollen Sachen? Hi, willst du spielen? Klar. Komm, setz dich. Danke. Gefallen dir meine Steine? Ja, ich tausche mit dir. Warte mal kurz, reicht das? Ich will kein Geld. Na gut, was habe ich noch? Das ist ja eine hübsche Halskette. Nee. Du verhandelst echt hart. Wie wär's mit Nagellack? Oh, ja, ja. Wahnsinn, ich kann's nicht glauben, dass ich Steine hab. Die sind super. Und richtig schick. Hm. Ich hab eine Idee. Ich kann Stressbälle machen. Zuerst zerquetsche ich die Knetmasse. Das tut gut. Dann rolle ich sie zu einem Ball. Ich will, dass sie schön glatt ist. Sieht gut aus. Zeit für den Nagellack. Ich trage ihn auf die Knetmasse auf. Der hier wird blau sein. Ich bedecke die Kugel vollständig mit dem Nagellack. Ich möchte keinen Punkt verpassen. Jetzt habe ich Stressbälle. Lalalala, gib mir einen Kuss, Mrs. Stone. Was macht sie da? Geben Sie mir die. Spielen Sie stattdessen mit diesem Stein. Diamanten machen mehr Spaß. Na gut, versuchen wir es mal. Oh ja, das fühlt sich so gut an. Das war eine tolle Idee. Oh, dieser Ring macht keinen Spaß. Mia, darf ich mitspielen? Wahnsinn, danke. Es fühlt sich so matschig an. Ich liebe es. Ich wusste, dass es dir gefällt. Ich bin jetzt so entspannt. Wow, du bist so schlau. Wo sind wir? Schau mal, so viel Süßes. Müssen wir das alles essen? Und die sind in ganz vielen Poppets. Nice. Wollen wir uns battlen? Versuch sie alle aufzufangen. Ich bin auf jeden Fall als Erste fertig. Ich glaube nicht. Ich bin nämlich echt gut. Er ist so schnell. Hey! Falsches Loch, Olivia. Zurück zur Sache. Beeindruckend, hä? Huh? Boom! Ich kann auch coole Sachen, weißt du? Ich weiß, ziemlich cool. Und was ist damit? Ich kann die alle fangen, siehst du? Ein Süßigkeiten-Sixpack, Ladies und Gentlemen. Nur vom Zucker essen.
Ich probiere das jetzt auch. Wow, ich bin gut. Ich will was anderes versuchen. Boom, Baby. Und so macht man das. Oh yeah. Guck, wie das fliegt. Oh, es fliegt weg. Na gut. Oh, ein Zeichen des Himmels. Das Leben ist auf jeden Fall süß. Das war weird. Lass es etwas Gutes sein. Oh, eine Mystery Box. Was da wohl drin ist? Ich bin ja so gespannt. Der Gewinner beginnt. Okay. Ja, gewonnen. Na toll, verloren. Was da wohl drin ist? Pass doch auf. Oh, sieh mal. Wahnsinn, was ist das? Ich zeig's dir. Dafür brauche ich nur ein Blatt Papier und einen Stift. Der Stift kommt hier rein. Und schon kann's losgehen. Cool, oder? Total cool. Ich kann gar nicht wegschauen. Jetzt bin ich. Okay, hier. Du bist dran. Das wird voll krass. Los geht's. Hört das nie auf? Mir wird schon schwummrig. Reicht das nicht? Was machst du denn? Ich brauche mehr, noch viel mehr. So hypnotisierend. Hier, nimm. Chris, könntest du vielleicht... Hey, sehe ich vielleicht aus wie ein Pinwand? Lass das. Wow, war ich das? Ups, ich gebe dem Spielzeug die Schuld. Wow, das sieht toll aus. Lass es uns öffnen. Ja. Oh. Ist nicht wahr. Ich liebe Einhörner. Das gehört mir. Nein, Chris, schau mal da drüben. Da ist doch gar nichts. Oh, ist das alles, was übrig ist? Was? Keine Ahnung, wovon du redest. Dann ist das wohl meins. Na toll. Was ist das denn? Das ist ja klasse. La la la, so flauschig. Das will ich haben. Kannst du das auch? Oh, wie langweilig. Moment mal, ich habe eine Idee. Nimm eine Schüssel mit saugfähigen Kugeln. Gieße Wasser hinzu. Warte, bis die Kugeln vollgesogen sind. Als nächstes brauchst du eine leere Flasche und einen Trichter, um die Kugeln einzufüllen. Jetzt schüttelst du einen aufgeblasenen Ballon über die Flasche. Dreh die Flasche um und fülle den Ballon. Lass die Luft aus dem Ballon und mache einen Knoten. Fertig ist dein Quetschball. Wow, das ging ja einfach. Das macht Spaß. Ich könnte das den ganzen Tag machen. Wow, lass sie uns aneinander drücken. Ah, nimm das. Hey, ein Knopf, den müssen wir wohl drücken. Wow, die Box ist ja toll. Los, öffne sie. Nein, du bist dran. Oh, okay. Was ist das? Ein Puppet, juhu. War das schon anders? Oh, Pech gehabt. Einfach in Luft aufgelöst. Gib das her. Nein, das ist meins. Hi, Chris. Hi, Madison. Hey. Loslassen. Nein, du lässt los. Wow, seit wann bist du so stark? Die beiden sind so kindisch. Wie könnte ich ihnen helfen? Ah, ich hab's. Einer muss schließlich der Erwachsene sein. Ich schneide das Puppet in der Mitte durch. Langsam und vorsichtig. Juhu, ein Puppet nur für mich allein. Toll, jetzt habe ich auch eins. Danke. Damit will ich sofort spielen. Gern geschehen. Hier, etwas zu trinken. Denkt ihr, woran ich denke? Na klar. Gieße die Flüssigkeit in das Puppet. Pass auf, dass du nichts verschüttest. Du hast ein Händchen dafür. Jetzt das rote Getränk. Und rein damit. So, fertig. Habt ihr eure Strohhalme? Und los. Das ist schwieriger, als es aussieht. Ich will Erster sein. Jetzt aber schnell. Ich hab gewonnen. Oh, sie hat bestimmt geschummelt. Sonst hätte ich gewonnen. Hier ist der Preis.
Wow, der ist toll und sieht so lecker aus. Meine Arbeit hier ist getan. Ihr beide bekommt auch etwas ab, das habt ihr euch verdient. Schmeckt gut, oder? Der letzte Treffer war klasse. Was zum... Beschütze mich, ich habe Angst. Siehst du das auch? Wow, wie cool. Schau mal, wie toll das aussieht. Dein ist aber mickrig. Mein Geschenk gefällt mir besser. Hä? Noch eine Box? Okay, so bleibt es spannend. Darin ist bestimmt etwas Tolles. Noch eine Box, ein tolles Spiel. Ja, yeah, sieh dir das an. So viele Fidget-Röhren. Was hast du bekommen? Das ist nicht lustig. Doch, irgendwie schon. Wow, so biegsam. Und jetzt miteinander verbinden. Wie lang kann ich es ziehen? Wow, echt lang. Und was ist mit dem hier? Moment mal, das bringt mich auf eine Idee. Nicht schon wieder. Hey. Was ist das? Ah! Hey, Madison. Du hättest dein Gesicht sehen sollen. Du bist so kindisch. Und was ist in der Box? Echt jetzt? Strohhalme? Was will ich damit? Viel Spaß damit. Was soll's? Für irgendetwas werden die schon gut sein. Ich habe eine Idee. Schneide das Ende des Strohhalms ab und lass nur den biegsamen Teil übrig. Dasselbe machst du mehrmals. Mini-Fidget-Röhren. Die sind aber süß. Sieht fast so aus wie ein Wurm. Das macht Spaß. Cool, du hast ja auch welche. Her damit, da. Lass uns etwas ausprobieren. Jetzt haben wir einen Riesenwurm. Und ich habe winzige Hände. Genau wie ich. Sieh. Ich gewinne. Gleich nochmal. Absolut genial. Du bist so klug. Oh, das Chris, das brauche ich nicht mehr. Hey, was ist los? Ich will nicht darüber sprechen. Na schön, hier. Oh, eine Sex. Keine Sorge, beim nächsten Mal lernst du einfach mehr. Oh, ich weiß, was ihn aufheitern wird. Tada! Was? Nein, mir ist nicht nach Spielen. Sei nicht albern, das macht Spaß. Schau her. Echt cool, was? Na gut. Ganz okay. Eigentlich sogar ganz lustig. Jetzt habe ich den Dreh raus. Das macht so viel Spaß, ich kann es gar nicht mehr aus der Hand legen. Chris? Hey, Ella und Chris. Er ist in seiner Welt. Was wird nun aus dem Test? Ich habe eine Idee. Ich ziehe einen Strich hier und noch einen dort. Eine 1 plus. Hey, sieh mal, du hast eine 1 plus bekommen. Keine Reaktion? So entspannend. Hä? Wo bin ich? Was ist passiert? Hier, sieh mal. Eine 1 plus? Guter Versuch. Warum hast du das gemacht? Hier, du willst es bestimmt zurück. Ich wollte doch nur helfen. Du hast recht. Das macht richtig Spaß. Hab ich doch gesagt. Was da wohl drin ist? Kann ich sie öffnen? Bitte. Wow, das ist dein Handy. Das hatte ich nicht erwartet. Das ist meins. Ich mag dieses Spiel. Das macht Spaß. Hey, das ist nicht fair. Es muss doch etwas anderes hier drin sein. Oh, das ist aber so enttäuschend. Nächstes Mal mehr Glück. Ich kann das Handy nicht richtig halten. Was soll das? Das kann weg. Hä? Was ist das? Oh, wow. Oh, das ist süß. Es ist so schwammig. Vielleicht kann ich das hier quetschen. Oh, das fühlt sich gut an. Es ist ein bisschen eklig, aber ich liebe es. Das kann nicht sein. Ich war am Gewinnen. Nein. Du machst mir Angst. Ah, blödes Spiel.
Ich will einfach etwas kaputt machen. Nimm das. Ich bin so wütend. Mach, dass es aufhört. Oh, Gabby, versuch das mal. Was? Hä? Was ist das? Gib mir das. Hm, das ist perfekt. Es ist schön weich. Also das gefällt mir eigentlich ganz gut. Ich spüre, wie mein Ärger dahin schmilzt. Oh, das könnte ich den ganzen Tag tun. Ich liebe es. Quetsch es. Na los. Wirklich? Also gut. Los geht's. Ah, aber doch nicht auf mich zielen. Wow, direkt in dein Gesicht. Hoppla, das war eigentlich ein Unfall. Aber es war ein beeindruckender Schuss, oder? Das ist so ekelhaft. Igitt. Oh, was haben wir denn dieses Mal? Lass sie uns gemeinsam öffnen. Los, mach schon. Hä? Das war's? Eine Erbsenschote? Oh, schau mal. Wow. Schauen wir uns das mal genauer an. Oh, jetzt verstehe ich. Es ist ein Fidget-Toy. Ha, das ist ja toll. Die Erbsen tauchen immer wieder auf. Guck mal, Ashley. Hm, ich glaube nicht, dass ich ein Spielzeug habe. Was soll ich damit tun? Moment mal. Bonjour. Gehört das zu Ihnen? Geben Sie es her. Hey, nicht so schnell. Halt! Schau, was du getan hast. Entschuldigung. Viel Spaß mit der Erbsenschote. Was soll ich jetzt tun? Hm, vielleicht kann ich diese Perlen verwenden. Aber wofür? Hallo, kleine Erbse. Hä? Warte, ich hab's. Ich brauche die Perlen und einige Gummibänder. Ich werde das Gummiband durch das Loch wedeln. Einfach so. Jetzt wird die Perle dekoriert. Ich male einen Smiley drauf. Oh, sie sieht so glücklich aus. Ich habe ein Stück Karton in Form einer Erbsenschote ausgeschnitten. Jetzt klebe ich das Gummiband auf den Karton. Ich möchte die Enden überdecken. Sie müssen sicher sein. Wenn der Kleber trocken ist, kann ich die Karte umklappen. Lass es uns mal probieren. Es sieht großartig aus. Wer braucht schon ein schickes Fidget-Toy? Das ist genauso gut. Schau dir das an. Wow. Darf ich es mal versuchen? Ich tausche mit dir. Okay, warum nicht? Danke. Hier. Wow, das ist voll toll. Du bist so clever, Ashley. Also, das ist langweilig. Wow, das hätte ich nicht erwartet. Das war voll cool. Werf mir einen Blick hinein. Ach komm schon, Klopapier? Was? Also ich denke, ich kann es mir für später aufheben. Oder benutze es als Teleskop. Klopapier? Hey, kannst du mich sehen? Hey, so lustig ist das nicht. Was hast du denn da? Oh ja, das hatte ich ja ganz vergessen. Ich hoffe, es gibt etwas Gutes da drin. Was soll das? Es ist eine Erdnuss? Ich hatte auf etwas Spannenderes gehofft. Was soll ich damit tun? Oh, warte einen Moment. Das ist ja eine weitere Erdnuss. Hm, interessant. Das ist eine Spur. Es gibt wohl nur mich und mein Klopapier. Was soll ich denn jetzt tun? Das vertreibt die Zeit. Hm, eine Erdnuss? Was hat die in meinem Müsli zu tun? Aha, ein weiterer Hinweis. Beachtet mich nicht. Ashley, du solltest nicht hier sein. Oh, das Ende des Weges. Ich werde das nehmen. Soll das Spaß machen? Was machst du da? Das ist ja das Schlimmste. Ich weiß. Hey, schau mal, was ich hier habe. Ein Mini-Baumstamm? Ich bin so verwirrt. Was bewirkt das? Wow. Echt jetzt? Hast du das gesehen? Ich bin so neidisch. Alles, was ich habe, ist eine Klopapierrolle. Moment. Ich weiß, was zu tun ist. Ich habe einen kleinen Streifen Papier. Ich rolle die Klopapierrolle darin ein.
Dann klebe ich die Enden zusammen. Jetzt zeichne ich ein paar Muster darauf. Ich möchte, dass sie wie ein Baumstamm aussieht. Das sieht ja gut aus. Jetzt stecke ich diesen Ballon rein. Ich ziehe das Ende des Ballons durch. Der Luftballon passt perfekt. Dann klebe ich einige Papierarme an den Ballon. Einfach so. Ich male ein Gesicht auf den Ballon. Ich will ihn nicht zum Platzen bringen. Jetzt quetsche ich die Rolle aus. Genauso habe ich es mir vorgestellt. Oh, schau mal her. Es taucht immer wieder auf. Ha. Was denkst du, Ashley? Oh, ich liebe das. Sie sind unsere kleinen Knallkumpels. Oh, sie sind so süß. Ich dachte, du wärst gut darin. Wow, also das wird mir nie langweilig. Kann ich sie öffnen? Nur zu. Luftballons. Viele, viele Luftballons. Zumindest hätten sie die Luftballons aufblasen können. Öffne deine. Okay, ich liebe Überraschungen. Wahnsinn. Schau dir das an. Was ist das? Es gibt auch ein Spielzeugauto. Was bewirkt das? Also besser als Luftballons. Ich fange besser an zu blasen. Das kann eine Weile dauern. Versuchen wir das nochmal. Was ist denn mit denen los? Aller guten Dinge sind drei. Schau mal, ich schaffe es. Ich muss weitermachen. Nein! Kein Bock mehr auf Luftballons. Du kannst sie haben. Da muss mehr dahinter stecken. Oh, Gabys Luftballons. Warte, ich frag mich. Ich weiß, was es bewirkt. Ich verbinde das Auto mit dem Schwein. Dann stecke ich den Ballon auf diese Düse. Scheint fertig zu sein. Jetzt pumpe ich ihn auf. Es funktioniert. Ich werde diesen Knopf drücken. Das Auto fährt. Schau, wie es fährt. Wahnsinn. Das ist so cool. Was ist das für ein Lärm? Oh, schau mal. Das ist so clever. Das bringt mich auf eine Idee. Zeit, sich an die Arbeit zu machen. Ich muss Löcher in diesen Karton machen. Ich habe einen rosa Luftballon aufgeblasen und schiebe ihn durch ein Loch. Und das gleiche mit verschiedenfarbigen Luftballons. Ich möchte, dass die Luftballons die gleiche Farbe haben wie die Reihen. Die Löcher sind alle gefüllt. Wow, es ist wie ein riesiges Simple-Dimple. Ich muss nur die Luftballons anschieben. Es fühlt sich so gut an. Ashley, schau mal, was ich gemacht habe. Hä? Wow, das sieht nach Spaß aus. Siehst du, Luftballons sind gar nicht so schlecht. Wow, guck dir dieses Zimmer an. Es ist wunderschön. Und so ein schöner Schreibtisch. Ich werde mich hier wohlfühlen. Hä? Was ist das? Ein Geschenk für mich? Wäre doch nicht nötig gewesen. Hä? Was ist das für ein schrecklicher Lärm? Wow, hast du das Solo gehört? Und was jetzt? Schätze, das beantwortet meine Frage. Was hast du bekommen? Machen wir sie auf und finden es heraus. Wieso hast du die schicke Box bekommen? Tja, manche verdienen die schönen Dinge und andere eben nicht. So ist das Leben. Wow, guck mal, hier sind so viele coole Sachen drin. Ich weiß. Womit fange ich an? Das sieht alles so spaßig aus. Macht's dir was aus? Was? Du hast doch schon mal was von Freiraum gehört, oder? Ich wollte nur mal gucken. Tja, kannst du aber nicht. Ist alles meins. Hä? Oh, das sieht lustig aus. Das ist ein kleiner Dinosaurier. Ich frag mich, was der macht. Ein Lolli? Es wird immer besser. Der schmeckt gut. Sie bekommt Spielzeug und Süßigkeiten? Ich muss meine Kiste aufmachen. Hoffentlich sind da auch so coole Sachen drin. Los geht's. Das Klebeband ist ab. Hä? Die ist leer. Was ist hier los? Total enttäuschend. Ich glaube, ich habe hier noch einen Lolli. Wo ist der? Was ist das? Nee, das ist er nicht. Hier ist er. Und der ist ekelhaft. Den lutsche ich nicht mehr. Ich bin gerade voll neidisch. Nie bekomme ich die schönen Sachen. Warte mal, das bringt mich auf eine Idee. Ich kann dieses Ei nehmen. Den will ich nicht mehr. Gib schon her. Hey, das ist meiner. Ich steche ein Loch in den Boden. Und dann schiebe ich den Stiel dadurch. Passt perfekt. Guck's dir an. Wow, das ist
ziemlich clever. Bekomme ich meinen Lolli wieder? Das ist jetzt mein Lolli. Der ist köstlich. Wenn ich fertig bin, mache ich einfach den Deckel zu. Jetzt wird er nicht mehr schmutzig. Na gut, ich habe noch einen Lolli. Der Dinosaurier schützt den für mich. Hm, ich habe eine tolle Idee. Nimm das! Hey, hör auf! So ist das also, ja? Ja, so ist das. Guck dir das an. Wow, das ist ja ein Mega-Lolli. Und der gehört mir. Das ist toll. Lasst uns Spaß haben. Fertig? Los, los, los! Ist total hypnotisierend. Ich kann nicht weggucken. Aber wisst ihr, was noch mehr Spaß macht? Dieses coole Seifenblasenspielzeug. Voll cool. Ich wette, ihr hättet das auch gerne. Ja, will ich. Es könnte euch gehören. Kann es? Wie? Sag's mir. Ich will das auch. Aber das bleibt wohl nur ein Wunsch. Es muss doch einen Weg geben. Mickey? Hallo? Ja? Siehst du das? Unglaublich! Es war die ganze Zeit hier. Heute ist mein Glückstag. Ich brauche diese Schüssel. Die können weg. Ich werde Blasen machen. Ich gieße das in die Schüssel. Das müsste reichen. Jetzt werden Seifenblasen gemacht. Ich tauche das Spielzeug in die Schüssel. Unten muss alles beschichtet sein. Das wird ein Spaß. Ich denke, es ist soweit. Wow, das klappt. Guck sie dir an. Seifenblasen machen. Und einen immer happy. Das ist toll. Ich will auch Seifenblasen machen. Aber wie? Warte, vielleicht meine ich... Ich glaube, ich hab's. Ich kann den Strohhalm nehmen. Ich nehme auch Mickeys. Eigentlich brauche ich noch mehr. Die müssten reichen. Ich tauche sie in die Schüssel. Alle Strohhalme müssen bedeckt sein. Dann brauche ich einen Föhn. Guck's dir an. Wuhu! Ich bin die Seifenblasenkönigin. Wow, das ist das Tollste, das ich je gesehen habe. Mach weiter, Mickey. Wir brauchen mehr Seifenblasen. Hier kommen sie. La la la. Dieser Einhorn-Push-Pop ist so cool. Ich bin am Shredden. Macht's dir was aus? Hey, hör auf. Woo, rock. Hör auf, mir damit vom Gesicht rumzuwedeln. Ich mein's ernst. Oh, ich komme zu spät zum Auftritt. Ich brauche meine Sonnenbrille. Und jeder Rockstar hat eine Lederjacke. Ich hau jetzt ab. Endlich kann ich mich wieder denken hören. Und sie ist weg. Ich habe Zeit für mich. Diese Brille ist so süß. Wird Zeit, sich zu entspannen. Ha, das ist viel besser. Guten Abend. Seid ihr bereit abzurocken? Ich könnte auch an meiner Bräune arbeiten. Das ist schön. Ich sollte das öfter machen. Was für ein wunderbares Publikum. Ich werde meinen neuen Song spielen. Hier wird's ganz schön heiß. Ich muss mich abkühlen. Gut, dass ich eine Flasche Wasser habe. Los geht's! Schalalalala. Was zum... Oh yeah! Lalala, Gitarrensolo! Ich versuch's nochmal. Langsam, langsam. Wuhu! Zeigt mir, wie ihr abgeht. Jetzt das große Finale. Ich danke euch. Ich liebe euch alle. Denkt dran, mein neues Album zu kaufen. Wow, was für eine Show. Das könnte meine beste gewesen sein. Was ist denn hier passiert? Dein Ernst? Tut mir leid. Das passiert immer wieder. Musik kannst du nicht eindämmen. Sie ist unaufhaltsam. Das macht gar keinen Sinn. Warte, was ist das? Genau das brauche ich. Das wird mein Problem lösen. Zuerst nehme ich die Flasche ab und fülle sie mit Wasser auf. Das müsste reichen. Jetzt kommt sie wieder auf den Spender. Ich schraube den einfach drauf. Der muss festsitzen. Ich stelle die Tasse hier drunter. Dann drücke ich den Hebel. Und meine Tasse wird gefüllt. So einfach ist das. Ich könnte auch ein bisschen Wasser vertragen. Das ganze Singen hat durstig gemacht. So erfrischend. Kann ich auch was trinken? Nein, besorg dir selbst was. Das ist unfair. Aber ich kann mir sowas auch selbst machen. Ich brauche nur eine Flasche und einen Becher. Zuerst stelle ich die Flasche in den Becher. Als nächstes dekoriere ich den. Ich klebe diesen süßen Elefanten drauf. Jetzt steche ich da ein Loch rein. Ich mache es dahin, wo der Rüssel des Elefanten sein würde. Das Loch muss durch den Becher und die Flasche gehen. Dann stecke ich einen Strohhalm durch das Loch. Ich habe Wasser in die Flasche gefüllt. Und schon bin ich fertig. Wow! Diese Reaktion habe ich erwartet. Wenn ich den Deckel drehe, kommt das Wasser raus. Ziemlich cool, stimmt's?
Und das war ganz einfach. Wow, ich bin echt beeindruckt. Ha, das brauche ich jetzt. Zum Wohl. Ich denke, ich nehme auch noch was. Du bist so süß. Und du machst mich so glücklich. Was soll das? Warum hast du dieses Foto? Warte, er gehört mir. Nein, er ist mein Freund. Nun gut, ich werde ihn mit einer Geschenkbox überraschen. Wirklich? Oh, also, das wollte ich auch. Meine wird total romantisch. Ja, sicher. Ich habe mir was einfallen lassen. Er zockt gerne. Ich wusste das, siehst du? Und ich habe einen Lolli für ihn. Das war's? Das ist alles, was du hast? Ich habe ihm eine Limo besorgt. Ich auch? Scheint so, als ob deine Box schon voll ist. Aber ich habe noch mehr. Ich habe Luftballons. Ist doch nichts Besonderes. Hm, deine sind so klein. Das sind Luftballons. Aber, gib's zu, meine Geschenkbox ist besser. Ich dachte, die würden ihm gefallen. Warte, ich weiß, wie ich das hinkriege. Ich brauche was aus meiner Spielzeugkiste. Damit wird's gehen. Zuerst kommt dieses kleine Auto hier hin. Und der Ballon kommt hier drauf. Dann drücke ich den Hebel runter und der Ballon wird aufgeblasen. Dieses kleine Gadget erledigt den Rest. Wow, warum habe ich das nicht früher gefunden? Ich will den nicht platzen lassen. Ich binde den an die anderen Ballons. Nee, nee. Es ist noch nicht vorbei, Mickey. Hm, ich glaube schon. Ihm wird das gefallen. Ich kann das nicht zulassen. Ich muss was tun. Warte, ich weiß. Die Limo wird mir helfen. Ich meine die Flasche. Zuerst genehmige ich mir einen Drink. Oh ja, die ist gut. Ah, dann fange ich mal an. Ich stecke einen Trichter in die Flasche. Dann schütte ich Backpulver rein. Ich brauche nicht viel. Okay, das reicht schon. Jetzt kommt Essig dazu. Deswegen habe ich den Trichter. Ich will keine Sauerei machen. Guck dir diese Blasen an. Jetzt stülpe ich den Luftballon drüber. Das Gas wird ihn aufblasen. Guck's dir an. Ich denke, das reicht. Ich drück den Ballon zu und zieh ihn von der Flasche ab. Das habe ich auch mit den anderen gemacht. Also, das sind richtige Luftballons. Willst du mich verschaukeln? Ich habe Ballonneid. Du hast gewonnen. Ich wollte was Besonderes machen. Oh, nicht weinen. Hey, nimm den Ballon. Oh, danke. Kein Problem, beste Freundin. Das hat irgendwie was Befriedigendes an sich. Ich liebe es, Luftblasen platzen zu lassen. Oh ja, das ist schön. Hey, was machst du da? Gib das her. Du hast recht, das macht Spaß. Was soll denn das? Du hast so viel Spielzeug. Dann gib mir das. Oh nein, das bekommst du nicht. Lass los. Das ist alles deine Schuld. Was passiert hier? Wo sind wir? Schau dir die Klamotten an. Ich fühle mich so schick. Was? Und ich sehe aus wie ein Landstreicher. Das ist fantastisch. Ich liebe dieses Make-up. Hm? Passt perfekt zu meinem Hautton. Was war das? Oh, das schmeckt eklig. Hey, was dagegen? Manche Leute haben echt keine Manieren. Ich bin Stacy und ich bin ja so hübsch. Ich habe keine Zeit für Neid. Ich bleib lieber bei diesem Glitzer. Aber was mache ich mit dem? Oh, ich weiß. Ich brauche aber noch was anderes. Hey, Butler! Oh, die sind perfekt. Wenn ich drücke, springt ein kleines Tier raus. Und jetzt kommt der Glitzer ins Spiel. Ich schütte den in den Baum. Das sieht lustig aus. Pass auf, bis ich den gedrückt habe. Bereit? Das hat Spaß gemacht. Es regnet Glitzer. Das gefällt mir. Das fühlt sich so magisch an. Wow, sie hat so viel Glück. Guck doch nur. Und das ist auch tolles Make-up. Ich fühle mich, als würde ich glühen. So schön auffällig. Das stimmt. Wow. So möchte ich auch aussehen. Und ich weiß auch schon, wie ich so einen Look hinbekomme. Ja, bitte. Was kann ich für dich tun, Kleine? Ich will auch ein bisschen Spaß haben. Kannst du mir bitte helfen? Du willst nicht viel, oder? Mal sehen, was ich für dich hab. Ich hab nicht mehr als einen Haufen Schrott. Man weiß nie, wann man Klopapier braucht. Was ist das für Zeug?
Was soll ich damit anfangen? Hey, ich hab's. Ich wickle die Rolle in buntes Papier ein. Mit einem Stift male ich Linien drauf. Ich möchte, dass es wie Holz aussieht. Dann stecke ich einen aufgeblasenen Luftballon in die Rolle und ziehe ihn von hinten rein. Ich habe aus Pappe Pfoten ausgeschnitten und klebe sie innen in die Rolle. Jetzt kommt ein Gesicht auf den Ballon. Ich will, dass es süß aussieht. Und jetzt drücke ich. Das macht Spaß. Guck mal, wie sie rausspringen. Das hast du echt gut gemacht. Komm schon. Hier muss doch was Nützliches drin sein. Ihr geht. Wer schmeißt denn sowas in die Tonne? Danach brauche ich eine Dusche. Hey, ich hab's gefunden. Genau, was ich brauche. Das kann ich auch gut gebrauchen. Ich fange mit dem Karton an. Ich habe Form aufgezeichnet und die schneide ich aus. Dann male ich sie gelb an. Dank der Rillen kann ich das einfach zusammenstecken. Als nächstes brauche ich die DVD-Hülle. Ich stecke den Plastikdeckel in den Karton. Und jetzt kann ich kreativ werden. Ich habe dieses süße Hundebild auf meinem Handy. Ich lege es auf den Karton. Und dann kann ich die Spiegelung nutzen, um den Hund abzumalen. Ist einfacher, als freihändig zu zeichnen. Jetzt male ich ihn aus. So einfach ist das. Ich liebe Geld zählen. Die einzige Mathematik, die ich mag. Hey, das sieht gut aus. Ich will auch ein. Mit Geld bekommt man alles. Nicht so schnell. Ich will etwas mehr Hightech. Das ist ein Deal. Du weißt, was zu tun ist. Viel Glück. Ich träume schon lange vom Reisen. Das wird so aufregend. Oh, ich hätte meine Kamera mitnehmen sollen. Wie fliegt man das Ding eigentlich? Gibt's eine Bedienungsanleitung? Jetzt gibt's kein Zurück mehr. Ich mach's einfach. Ob ich Außerirdische treffe? Ich mach's mir erstmal bequem. So einen Stuhl brauche ich zum Spielen. Wow, das ist fantastisch. Startvorgang wird eingeleitet. Triebwerke sind bereit. Es wird Zeit für den Start. Das ist aber schnell. Bin bald wieder da. Oh, das ist ein holpriger Flug. Ich werde noch reisekrank. Wo sind die Kotztüten? Hey, ich kann mein Haus sehen. Wow, guck dir das an. Da kommt man sich so klein vor. Wow, beeindruckend und so schön. Ich muss einen Landeplatz finden. Hier geht's. Das ist ein kleiner Schritt für Mickey, aber ein großer Schritt für 1-2-3-Go. Stell dir vor, ich würde stolpern. Das wäre peinlich. Ich frag mich, wie hoch ich springen kann. Jetzt geht's los. Wow! Das ist der beste Tag aller Zeiten. Oh hey, ein Roboter. Warte, du kommst mit mir mit. Ich hab dich schon gesucht. Du gehörst mir. Hab dich. Jetzt zurück zum Schiff. Hey, da bin ich wieder. Der ist für dich. Hoffe, er gefällt dir. Machst du Witze? Der ist perfekt. Das hast du dir verdient. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Geld. Versuchen wir es mal. Warum soll ich mich abmühen, wenn ein Roboter das machen kann? Fang an, kleiner Mann. Wow, Technik ist echt erstaunlich. Guck, er malt ein Bild. Mal sehen, was er malt. Ist wie mein persönlicher Künstler. Oh, das ist süß. Das wird ein Meisterwerk. Jetzt noch ausmalen. Das wird toll werden. Jetzt nehme ich noch Gelb fürs Gesicht. Das sollte in einer Galerie hängen. Das ist eine niedliche rote Nase. Guck dir diese Zeichnung an. Die hätte ich nie geschafft. Willst du meine sehen? Wir sind wie ein Haufen Picassos. Wer? Popcorn. Hey, aufpassen. Lass mir auch welche übrig. Kann ich reden, Mund voll. Mehr, mehr, mehr. Ist gut. Nein, ist lecker. Von Popcorn kriege ich nie genug. Gehört zu meinen Lieblingssnacks. Einer ist noch übrig. Korrektur, einer war noch übrig. Aber die Krümel nicht vergessen. Würzig. Oh Mann, war das lecker. Ich wünschte, wir hätten mehr. Wenigstens haben wir Wasser zum Runterspülen. Hey, du hast Wasser? Ich hab keins. So erfrischend. Einfach perfekt. Ich bin gerade voll neidisch. Das habe ich gebraucht. War echt gut. Warum tust du mir das an? Ich will auch. Wo kommt der denn her? Der kann weg. Hey, willst du auch was? Bäh. Probier mal. Nein, danke. Davon will ich nichts. Warum denn nicht?
Oh, klar. Schon verstanden. Du willst einen Becher? Ich hab einen. Bitte sehr. Soll das ein Witz sein? Nimm das weg von mir. Was stimmt damit nicht? Ich muss telefonieren. Hallo? Ich brauche deine Hilfe. Wow, das ging ja schnell. Das wird meinen Durst stillen. Guck dir mal diesen süßen Becher an. Da fühlt man sich gleich wie ein Riese. Oh, das Wasser. Ich stelle den Becher unter den Ausguss. Dann drücke ich den Hebel. Und das Wasser kommt raus. Prost! Und kein Krabbeltier in Sicht. Ah, das war gut. Meine eklige Flasche willst du also nicht? Aber ich kann aus der auch was Cooles machen. Ich schiebe die Flasche in den Becher. Dann stecke ich einen Strohhalm rein. Der muss durch den Becher und die Flasche gehen. Dann biege ich ihn. Aber der ist zu lang. Also schneide ich ihn ab. Hä? Was ist das? Oh, du kannst meinen Becher haben. Wow, danke. Ich muss nur den Deckel etwas aufdrehen und das Wasser fließt. Ich probiere es gleich. Das ist gut. Oh, warte. Hier hast du. Nee, kannst du behalten. Ich habe richtig Hunger bekommen. Warte. Miki, das sieht nicht gut aus. Wovon redest du? Das ist köstlich. Ich bleib bei meiner Banane. Du weißt gar nicht, was du verpasst. Das ist voll lecker. Warte, was machst du da? Ich esse gesund, ganz einfach. Wo liegt das Problem? Lass mich dir helfen. Dieser kleine Kerl erfüllt dir deine Scheibchenwünsche. Guck dir das an. Ich leg die Wurst in die Halterung. Genau so. Und dann kommt der Schneider obendrauf. Und so wird die Wurst in mundgerechte Happen geschnitten. Hier ist sogar ein Soßenbehälter. Was fällt Ihnen wohl als nächstes ein? Damit geht's viel einfacher. Und so siehst du aus. Oh, ich habe Messer und Gabel. Hä? Wovon redest du? Warte mal. Ich weiß, dass du beeindruckt bist. Dir werde ich's zeigen. Hör auf damit! Das ist genau, was ich brauche. Ich habe die Zinken der Gabel verdreht und mit der schneide ich meine Banane in Scheiben. Guck dir das an. Ich nehme dafür lieber meine Nägel.